So, liebe Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir stehen an dieser Raststelle hier kurz nach der Grenze Schweiz-Frankreich und ja, Pause ist vorbei. Wir setzen uns in Richtung Kunden dann in Bewegung, der ist in Quissack. Und wir fahren da jetzt die A7 bzw. A9 jetzt runter. Ja, 5 Stunden werden wir dort sein. Das heißt, wir werden, ich vermute, heute nicht mehr unbedingt zum Abladen kommen. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Aber das schauen wir. Und sonst ist es eben erst morgen zeitig in der Früh zum Abladen. Auch das wäre jetzt kein Problem. Ich brauche dann die Anschlusstour für Spanien. Spanien-Portugal in die Richtung geht's. Da hat die Dispo immer noch nicht angerufen. Ich rufe dann im Büro einfach an, was los ist. Dann wissen wir da wahrscheinlich mehr. Apropos, was los ist. Christian von der ITL hat ein neues Video rausgebracht. Schaut da rein unbedingt. Und der ist jetzt inzwischen zurück in Deutschland. Hat ein ganz ein, interessantes, cooles Tool am Anfang eingespielt, wo du praktisch die Strecke siehst und ein LKW, ein animierter LKW, ein Modell praktisch dann diese Strecke abfährt. Habe ich schon öfters gesehen, zum Beispiel TikTok und solche Dinge sieht man das immer wieder, wenn irgendeiner von den erstens echten LKW-Fahrern dann seine Strecke praktisch präsentiert, dann findet man immer wieder die Verwendung solcher Tools. Finde ich ganz witzig und cool gemacht. Oder Christian ist dafür bekannt, dass er sich da immer wieder was Neues einfallen lässt und ja, er ist einfach ein Profi, also das muss man definitiv so sagen. Er soll jetzt ein anderes Fahrzeug übernehmen, weil es ihn darf in die Inspektion geht. Er hat sich natürlich nicht in die Karten schauen lassen, was es für ein Fahrzeug wird. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß es ja nicht, aber es könnte sein, vielleicht, ich hätte da so eine Vermutung oder eine Idee, aber ob ich die jetzt aussprechen soll oder nicht, naja, weiß ich nicht. Ich werde es jetzt nicht verraten. Hab da jetzt einfach mal die, wie soll ich sagen, ich gebe einen Hinweis für die absoluten Insider, die auch am Discord vom Micha von der ITL sind. Ich habe da ein Foto gesehen, das wurde gepostet am Freitag, den war das der 12. Oktober, kann das sein? Circa kurz vor Mitternacht würde ich jetzt mal behaupten, ob es das Fahrzeug wird, was da gepostet wurde. Micha, kannst mir ja gerne eine Nachricht schreiben oder im Discord ansprechen oder was auch immer. Ob ich da richtig liege, würde ich zumindest feiern. Das würde ich feiern. Das wäre sicherlich eine coole Angelegenheit. Jetzt schaut mal die Kamera mit dazu. Dass ihr mich heute am Sonntagmorgen in voller Frische sehen könnt. Gestern am Abend Besuch gehabt von meinem Schwiegersohn. Die Tochter ist ja in Amerika aktuell. Mächten leben in Amerika, die ist da in Kalifornien, in Claremont und ganz witzig, also die ist da jetzt mit ihren Freundinnen sozusagen vom College nach San Francisco gereist, die schauen sich jetzt San Francisco an, also ich habe gestern bereits die ersten Fotos gesehen, Golden Gate Bridge bei Nacht und so weiter. Und wie sie eben am Flughafen waren. Und das Witzige ist, die waren in Ontario.
sind in Ontario vom Flughafen weggeflogen. In Ontario war ich auch schon am Flughafen, allerdings nur virtuell, wie ich seinerzeit zum Joe Berger geflogen bin. Also es ist wirklich eine witzige Geschichte. So, rechts abfahren, aber nicht hier, sondern weiter vorne. Jetzt rechts fahren. Und spannend, da hast du auch Clermont, genauso wie das College meiner Tochter. Zufälle gibt's, oder? Wahnsinn. So. Jetzt links fahren. Da geht's Richtung Marseille. Okay. Sehr cool. Sehr cool. Ja, es ist jetzt ein Zwischendurch-Video sozusagen, nur dass die Uhr da jetzt fertig wird, weil im Hintergrund natürlich schon wieder an der Story ein bisschen weiter bastle. Und weil ich da einfach ein bisschen was tun muss, bin ich der Meinung, brauche ein Zwischenvideo, damit ich jetzt das Wochenende praktisch noch ein bisschen ausnutzen kann und da diverse Adaptierungen, Vorbereitungen, Feinjustierung und so weiter vornehmen kann. Und ich habe unter der Woche dafür überhaupt keine Zeit, leider. Und auch nicht wirklich den Bock, dann muss ich fairerweise sagen. Wenn du so 10 Stunden im Büro sitzt, dann bist du irgendwann mal froh, wenn du am Abend Ruhe hast. Somit werden die Geschichten natürlich immer eher aufs Wochenende dann verschoben, ja. Links fahren, dann rechts abbiegen. Ja, was auch noch spannend ist, das ist jetzt, weißt du jetzt genau vor, wann ich da raus muss. Danke. Was auch noch ganz spannend ist, das ist RPM und Heilbronn Map. Gibt es jetzt in Kombination mit einer Verbindung, das heißt, du kannst jetzt von der RPM auf die Heilbronn und retour fahren. Finde ich super geil, finde ich wirklich super geil. Hat jetzt für mich, für meine Story nicht wirklich irgendeinen Vorteil oder irgendeine Auswirkung, dass ich das damit einbinden würde, wobei auch das wäre grundsätzlich denkbar. Kann mich erinnern, oder wer kann sich an den Don Stefano erinnern? Don Stefano ist für mich der Godfather of Roleplay im ETS. Für mich zumindest, weil er einer der ersten war, der das wirklich dementsprechend praktiziert und zelebriert hat. Habe ich eh schon 100-mal gesprochen über das Thema. Der hat dann sehr, sehr viele natürlich inspiriert, unter anderem auch zum Beispiel den Tom Diesel oder halt etliche andere auch genauso, keine Frage, mich genauso. Ja, war einfach eine coole Geschichte. Und der Don Stefano hat seinerzeit dann mit der normalen Story sozusagen aufgehört, wo er da mit seinem DAF, mit dem 105er ist er gefahren, oder? Ich glaube schon. 105er, sicher. Den Varig DAF ist er gefahren. Die Geschichte hat er dann aufgegeben und hat dann Heilbronn 1:1 Map in Angriff genommen. Auf der ist er dann seine Story gefahren, alles Nahverkehr praktisch. Da war er unterwegs mit einem roten Scania. Ich glaube, es war Next Gen R. Ich glaube schon.
War auch toll, aber das war halt dann schlussendlich, wo man irgendwann einmal die Lust verlassen hat und gesagt hat, okay, finito. Er hat dann noch ein bisschen Flugsimulator gemacht und irgendwann war dann, glaube ich, der Schluss. Ich weiß nicht, ich verfolge ihn auch nicht mehr heute, weil für mich der Flugsimulator eine super tolle Geschichte ist, aber ich das persönlich nicht verfolge, weil es mir zu langatmig ist. Das dauert mir alles viel zu lang. Für mich muss das knackig sein, aber ich tue nicht, weiß ich nicht, 3 Stunden hinterm Rechner sitzen und warten, bis ich endlich irgendwo wieder landen kann oder so. Es ist mir zu langwierig einfach. Ja. Wobei, tolle Simulation, wird wirklich gut gemacht von sehr, sehr vielen Personen. Michi Passenheim macht es, Joe Berger macht es. Stefan on the Road macht es super gut mit dem ganzen Boarding und du musst Flugplan eingeben und du hast den Tower und keine Ahnung und ja, da kenne ich mich zwingend aus, ich sitze lieber hinten drinnen und lasse mich da ein bisschen berieseln und fliege halt dann zu meiner Destination und steige wieder aus und gut war es für mich. Ich sehe mich da einfach nicht daheim. Aber es ist wurscht. Es muss ja nicht jeder unbedingt immer das Gleiche machen, so sehe ich das. Aber, dass wir zurückkommen auf die Heilbronn und auf die RPM, ich hätte schon Bock, dass man sowas wieder mal angeht, vielleicht in einem Stream. Keine Ahnung, wie ihr das seht, sagt es einfach, ob wir uns die einmal gemeinsam anschauen sollten. Vielleicht fährt sogar irgendwer mit, Konvoi, was auch immer. Wäre doch eine ganz interessante Geschichte, oder? Du musst natürlich reduziert machen, ja, so wenig möglich Modifikationen drinnen. Sonst wird das Fiasko, die Map ist, die zirkt dementsprechend, also insbesondere die RPM ist sehr performance-lastig, also brauchst schon ein bisschen Power dahinter. War schon auch schön. Frankreich, wunderschön. Und angenehm zum Fahren. Also dieses Frankreich ist wirklich eine coole Geschichte. Die kommt so selten daher. Ja, es gibt wirklich so tolle Destinationen. Pam, 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 pam. Jetzt haben wir tatsächlich einen Absturz gehabt. This is not good. Machen wir eine kleine Pause. Ich meine, da sind wir wieder retour. Ja, es dürfte anscheinend irgendein Problem geben mit Sud de France. Also ich habe in der Gamelog nachgesehen. Da steht definitiv irgendwas drin von irgendeinem Sektor und so ein Sektor ist halt ein eindeutiger Hinweis für meinen Geschmack, dass da mit den Sektoren der Map irgendwas nicht hundertprozentig passt und somit haben wir einen Systemabsturz gehabt und somit ist die Sud de France natürlich draußen, völlig klar. Wir haben natürlich aufgrund dessen jetzt unsere Fracht verloren. Es gibt den Zielort natürlich nicht mehr. Also Quissac ist natürlich Teil der Sud de France nicht auf der Standardkarte drauf. Das heißt, ich habe jetzt kurzerhand ein bisschen jonglieren müssen und wir werden das Thema jetzt einfach überspielen und haben damit wirklich große Herausforderungen aufgrund dessen jetzt. Ja. Was allerdings schon eine Herausforderung ist, dass ich jetzt nahtlos ansetzen oder anknüpfen kann an der Geschichte, wo ich gerade am Sprechen war. Also ich glaube, ich war ja bei der RPM und bei der Heilbronn Map. Wie gesagt, durchaus möglich, dass ich da mal einen Livestream bringe. Muss ich auch wiederum Zeit haben und muss ich natürlich auch eine gewisse Lust dazu verspüren. Ich würde auch ganz gerne noch ein ATS-Video aufnehmen.
Freut mich wahnsinnig, dass da der Christian mit am Start ist, dass der sagt, okay, da mache ich mit. Es freut mich total. Danke, Christian. Schöne Grüße und einen tollen Urlaub. Da schauen wir, dass wir wieder ein bisschen Bewegung reinbekommen. Es ist halt momentan im ATS wieder sehr, sehr ruhig. Wir wissen es ja eh. Aber er hat einen wahnsinnigen Zulauf gehabt mit seinem letzten Video und da kann ich nur träumen davon. Der hat weit über 800 Aufrufe auf dieses letzte kurze Erklärvideo, warum er da nicht mehr Company Driver beim Joe Berger ist, welche Hintergründe das Ganze hat, was er geplant hat und. Schaut's rein, schaut euch das an. Wirklich sehenswert. Und warum sollte man nicht ein bisschen den ATS pushen, Freunde, oder? Das ist jetzt auch keine große Hexerei. Und man kann sich das ohne weiteres anschauen. Also ATS ist wirklich... Wir machen dort nichts anderes als wie da im ETS. Da fahren wir mit einem europäischen LKW in Europa. Und in Amerika fahren wir halt mit irgendeinem Ami-Truck irgendwo in den Staaten herum. Aber grundsätzlich ist ja kein Unterschied. Bis auf die Details halt. Ja, wir sind jetzt dann, würde ich jetzt glauben, gleich einmal beim Kunden. 16 Uhr. Naja, vielleicht wird es doch heute noch was. Achso, nein, da stimmt jetzt die Anzeige nicht. Meine Güte. Jetzt rechts fahren. Na, schauen wir. Mit diesem Navi auch noch. Ja, so ist das. Schau schön, Wahnsinn. Schöne Gegend da unten. Muss man schon fairerweise gestehen. Wetter passt auch wunderbar. Wunderbar. Und da haben wir die nächste Mautstelle wieder vor uns. Wahnsinn. Maut von 0 Euro bezahlt. Da stimmt auch irgendwas nicht. Entweder hat das mit dem Eco-Mod zu tun. Kann ich mir vorstellen. Naja, ist aus dem Steam Workshop. Weiß nicht, ob der so gut ist. Rechts fahren, dann rechts abfahren. Ja. Gut, gut, gut. Jetzt rechts abfahren.
Schau, was haben wir da? Zypressen oder was ist das? Schaut fast aus wie der Toskana. Mal Weinstöcke, glaube ich. Zweiten Ausfahrt verlassen. Jawohl. Zweite Ausfahrt. Jetzt abfahren. Es ist so eine ruhige Gegend, es ist direkt meditativ. Wahnsinn. Mir sind ein paar Autos. Aber sonst, ja, der überholt jetzt die Kurven, das ist ganz gescheit. Jetzt bleibt er wieder zurück. Ziel erreicht? Na, noch nicht ganz, glaube ich. Aber kurz, Navi kennt es vielleicht nicht anders. Aber ich glaube, ich sehe schon eine Tafel da vorne, genau. Das ist die Bude, wo wir hinfahren müssen. Aha. Wo ist die Firma? So, da werden wir uns jetzt ganz kurz anmelden, da beim Quartier. Ich hoffe, dass uns der versteht und bin gleich wieder für euch da. So, sind wir wieder. Der hat gemeint, da hinten soll ich links reinfahren, wo die Tafel ist. Und da kommt dann wer zu mir und hilft beim Abladen. Aha, da ist ein Schranken. Ist zu. Okay. Und wo soll ich mich hinstellen? Ihr Clowns. Bleibt halt einfach stehen und wart, bis da irgendwer kommt. So, Freunde. Wir kommen zumindest heute noch dran, ist einmal eine positive Geschichte. Also, bis gleich. Licht aus, die Pipserei macht mich wahnsinnig. So, da sind wir wieder. Ja, abgeladen. Haben wir jetzt einmal. Aber ich darf nicht stehen bleiben und die Fahrzeit ist zu Ende. Aber das ist das eine. Jetzt brauchen wir schnell einen Stellplatz irgendwo. Und das andere, in der Zwischenzeit habe ich Info bekommen von zu Hause. Jetzt rechts abbiegen. Ich muss runterfahren. Man glaubt es wirklich nicht. Ich soll runterfahren. Nach 200 Metern links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Zum Jacques. Jacques Bernard. Wer kennt ihn noch in Marseille? Er hätte wieder einen Auftrag für uns, hat angerufen im Büro. Meine Frau hat mich zuerst gerade angerufen, da wir die Burschen da abgeladen haben. Nach 200 Metern und rechts abbiegen. Sie war ganz verwundert. Sie hat damit natürlich nicht gerechnet, dass der einen Auftrag für uns hätte, wo er uns damals ja mehr oder weniger abserviert hat. Und sie sagt ja natürlich, ja passt,
Sie schickt sofort wen. Naja. Mir wurscht, ich brauche jetzt auf alle Fälle einen Stellplatz. Bei der ersten Möglichkeit fahren wir irgendwo raus, auf irgendeinen, weiß ich nicht, Autohof, Roststation, Tankstelle, was auch immer, ist mir wurscht. Irgendwas machen wir da jetzt. In der Prärie bleibe ich nicht stehen, das weiß ich auch. Da ist wieder dieser Kreisverkehr. Was ist das, was kracht da? Hat da jetzt der Retarder gekracht? Das gibt's nicht. Er kann nicht krachen. Irgendwas stimmt da nicht. Kontrollleuchte. Jetzt rechts abbiegen. Wenn jetzt der Kübel wieder was hat, dann drehe ich aber echt durch. Jetzt war eh gerade zur Wartung, alles überprüft worden. Der tut ganz komisch. Er nimmt kein Gas nicht an. Also die Geschichte gefällt mir überhaupt nicht. Habt ihr es gehört? Irgendwas pfeift jetzt komisch. Gas, oder wieder? Leuchten immer noch. Brauche ich da eine Parkmöglichkeit. Und das so schnell wie möglich. Aber echt. Nizza, Marseille, Nizza wären wir lieber. Eieieiei.
Freunde, es tut mir leid, jetzt wird die Zeit total strapaziert. Das war mir jetzt nicht klar, dass wir da noch so weit haben. Bis zum nächsten Rastplatz, der kommt aber jetzt. Und auf alle Fälle, leck mich am Arsch, was ist jetzt los? Wo ist rausgefallen? Alter Schwede, das darf nicht wahr sein. Wow, wow, kocht schon wieder. Und das kurz vor der Roststation. Ich schaue dann, dass ich mich da jetzt vier schleppen kann. Muss ich sofort daheim anrufen, das interessiert mich nicht. Ja. Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf. Ach, das kann nicht wahr sein. Ey. Schleichte und da ist kein Tankstück, gar nichts. Das ist ein Freiland-Schieß-Parkplatz. Ach du Scheiße. Ja, der muss da vierer fahren jetzt, oder? Kracht? Er krachte wirklich. Da schau. Katastrophen. Ist aus. Ist aus. Emse. So. Jetzt rufen wir Jeffy nach. Kleinen Moment. Hallo? Grüß dich. Du bist das nicht klar. Ich bin am Weg zum Schack. Ja, genau. Aber stehe auf einem Rastplatz. Gut, einerseits ist die Fahrzeit sowieso vorbei. Andererseits habe ich irgendein Problem mit meinem MAN. Keine Ahnung. Steuergerät, irgend sowas in die Richtung wird es sein. Ich vermute es halt. Kracht, er ist ausgegangen, kurz ein paar Meter vor der Roststation ist er ausgegangen. Bin dann am rechten Rand raus, praktisch Spannenstreifen rausgefahren. Bin zum Stehen gekommen, Gott sei Dank. Er ist zwar wieder angesprungen, aber das ist kein Geschäft. Also mich interessiert das Auto nicht mehr. Schau mal bei den Händlern rundherum, ob es irgendwo was gibt, irgendwas Vernünftiges zu einem annehmbaren Preis. Packen ist mir wurscht. Ah, gar nicht weg. Okay. Mhm. Ja, ist mir gleich. Frag einfach. Passt. Okay. Und die telefoniert dann mit der Werkstätte, ob wir die da jetzt abschleppen können oder was auch immer, keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir machen. Bringt es mir ein Auto her, der geht von mir aus in eine Werkstätte, mir ist es wurscht. Oder ja, wir können auch die Tour verkaufen, klar. Verkaufen wir die Tour, ich lasse den Auflieger da stehen und den MAN sollen sie sich holen, mir wurscht. Alles klar. Gut ist, ciao. So, Freunde. So war jetzt meine Frau. Ich habe jetzt den Auftrag, LKW suchen. In dem Sinne, danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Nicht an dieser Stelle, das kann ich euch schon mal versprechen. Die Tour wird jetzt intern verkauft, die vom Schack praktisch dann weitergeht. Die geht jetzt weiter nach Spanien. Wird bei mir im Discord dann angeboten. Und schauen wir mal. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, euer Hermi.